Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Wir sind hier wieder in 7 Days. Und wenn auch gleich rüber in die neue Base, wie wir hier nur ein paar Kleinigkeiten, die wir einstecken haben. In die Kisten räumen, aber sowas wie Schmieden und Chemiestation kommen gleich rüber. Und das ist Stein, aber hier müssen wir auch gleich einmal auffüllen. Einen Moment. Dunkelsöhn, wo so ein paar Kleinigkeiten weg, wie Kohle, obwohl Kohle... Nee, das brauchen wir drüben ja auch, zumindest im Chemietisch und in den Schmieden. Ich hab da nämlich sogar noch ein bisschen mehr mit. So. Aber Eisen kann erstmal weg. Stein kann erstmal weg. Hau rein. Donke. Eisen rein. Weil ich bin hier so voll gemüht. Lehm brauchen wir drüben auch. Ja. Das nehmen wir auch mal mit. Okay, gut. Wir wollen auch gleich noch hier die, den brauchen wir noch. Kanonen und so. Also die Schusswaffen. Zumindest die, die wir schon haben, drüben anschließen. Gut, Zementmischer kann hier erstmal rein. Hier den Überblick noch zu behalten, ist eine Kunst für sich. Wir haben hier noch eine Mod. Warte mal, kann ich die irgendwo rein... Nein, kann ich nicht. Okay. Dann schmeiß die da auch erstmal rein. Und die Rüstung kann aber definitiv im Verkauf. Die repariere ich auch immer. Ich muss unbedingt neue... Unbedingt. Neue... Hier, schmeiß rein. Reparaturkits machen. So, die kann dann auch in den Verkauf. Definitiv. Hier, das kann bei Medizin noch mit rein. Cobblestone kann weg, das bisschen da. Zack, das bisschen Beton kann weg. Ein bisschen Übersicht. Da haben wir noch mehr Medizin. Das haben wir ja drüben von einem Base teilweise noch mitgenommen, wie die Fackeln zum Beispiel. Wo schmeiße ich in die Fackeln rein? Das ist eine gute Frage. Komm erstmal hier mit rein. Auch wenn ich sie nicht verkaufen werde, kann man die überhaupt verkaufen? Ich glaube, ja. Den haben wir ja fast alles. Benzin und so, wenn wir auch noch brauchen. Eigentlich nur noch die Muni weg. Den passt hat. Dorin. Nee, nee, nee. Jo, so ist schon okay. Okay, den lass uns einmal rüber. Nacht ist ja auch gleich vorbei. Ich wollte Eisen auffüllen, aber ich muss sowieso erstmal gucken. Ja, ja, da muss unbedingt Eisen rein. Ein Moment. So, ja, was man im Kopf nicht hat, das hat man in den Bäumen, ne? Eisen. So, hier zwei. Drüben soll ja kein Eisen rein. Da kümmern wir uns später drum. Lehm haben wir. Stein nehme ich noch viermal mit. 1, 2, 3 und 4. Damit das auch weiter läuft. Jut. So, das hier war Stein. Den pack gleich zwei rein. Kann es auch gleich wieder ansetzen hier. Hm, ja, passt noch. Da ebenfalls. So, ein Eisen machen wir dann auch noch einmal rein. So, Packerin. Na gut, die Kohle reicht noch für ein Weilchen. Du kannst gleich Stein machen. Du kannst ebenfalls Stein machen, aber vorher Christus. Danke. So, und den Reifen sehe ich gerade. Und dann kann ich auch noch einmal kurz gucken, wie viel geschmiedetes Eisen wir haben, damit ich vielleicht noch ein paar Reparaturkits hinkriege. Das wird ein bisschen eng mit den Reparaturkits. Da. Fahrzeug. Alter, wir haben schon 21 Reifen. Na dann. So, 21. Ja, ja, das reicht. Und Klebeband. Hier, nimm mal 21 mit. Dann kann er sie nämlich gleich nebenbei mitmachen. Danke. Reparaturkit. So, meine Freunde, mach mal die 21. Zack. Dann haben wir wieder. Jetzt geht's rüber. Jetzt ist Tag. Schlimm, schlimm manchmal das. So, wir stellen jetzt erstmal die Schmieden und das auf. Bauen da halt Crucible und alles, was reingehört, rein. Einfach nur aus dem Grund. Damit wir das Inventar freikriegen. Und den fahren wir einmal rüber in die alte Hordenbase, holen uns dort die zwei Schusswaffen. Ein bisschen Muni und so können wir auch mitnehmen. Wir sollten vielleicht auch noch einen Tresor in die neue Base bauen. Wäre auch eine Idee. So, ich werde erstmal die Schusswaffen aufs Dach bauen. Klar sollen die Seiten auch welche hin, aber das liegt aber daran, auf dem Dach ist momentan wichtiger. Damit wir die Geier noch wegkriegen. Weil wir wollen die ja schließlich bei der nächsten Horde benutzen, ne? Was lief hier gerade?
Ich habe keine Ahnung, aber irgendwas lief hier gerade. Wird sich schon melden, wenn es soweit ist. Die Rinder, danke. So, den hatten wir hier. Warte mal, wie wollten wir das am besten machen? Soll ja ein bisschen geschützt stehen. Ich glaube, hier wollten wir die Werkbänke ausstellen. Zwei Stück, glaube ich, ne? Oder? Ne, hier wollten wir die zwei Schmieden ausstellen. Den poppen wir hin. Zack. Und natürlich hier die auch einmal. So, der kommt rein. Der kommt rein. Und der kommt rein. Können wir dir auch gleich ein bisschen Kohle geben? Das wollen wir mich alles jetzt auch gleich ansetzen. Messing und Blei natürlich einmal. So, der rein, der rein, der rein. Die braucht natürlich auch Lehm. Zack. Und zack. Das ist schon mal gut. Dann brauchen wir definitiv den Chemietisch für Schießpulver. Den könnten wir eigentlich hier hinstellen. Und dann brauchen wir rein theoretisch eigentlich auch zwei Werkbänke. Das muss ich gerade überlegen. Werkbänke sind zwei groß, ne? Du musst was gucken. Entweder, ja gut, so wird es nicht passen. Aber hier eine, wird gehen. Ist mir aber ehrlich gesagt zu beengt. Denn noch lieber hier den Chemietisch. Und hier die Werkbänke, oder? Ja. Auch wenn wir jetzt noch eine Werkbank einstecken haben, wir können ja noch eine bauen. Eine Werkbank, da kommt dann eine zweite hin. Und der gute Chemietisch, der kommt dann drüben hin. Hier hin. So, dann haben wir die Sachen mich hier auch in der Base. Den Lüfter. Den Chemietisch konnte ich auch schon mal. Und ein bisschen Kohle gehen. So, guck mal, schon haben wir auch wieder Platz im Inventar. So muss das. Ja, Reparaturkits ist auch fleißig bei. So, die Leute hatten wir hier gebaut, ne? Jetzt will ich mal überlegen. Wo bauen wir am besten? Fliege ich wieder Geier rum? Für den Anfang, also ich stehe hier, also wenn die Geier wohl auch größtenteils hier ankommen, würde ich sagen, hier eine Schusswaffe, die nach oben gerichtet ist und da eine, die nach oben gerichtet ist. Und anschließend möchte ich das Ganze, hier muss noch eine Klappe rauf, gerne mit an den oberen, weil der nur die Beleuchtung hat. Oder? Ja, aber der hat mich noch genug Platz. An den können wir definitiv nichts mehr anschließen. Ja, das kriegen wir hin. Den, geben wir auch mal den. Den muss ich ja noch irgendwie schützen oben, ne? Könnte ich zwar auch unten drunter bauen, aber ich komme von unten drunter ja nicht durch die Decke. Das ist natürlich doof, aber das kriegen wir auch hin. Dann würde ich sagen, stellen wir hier einen hin. Können wir den Dauer direkt anschließen. Ne, warte mal, ich glaube, so weit komme ich gar nicht. Hier einen hin. So weit auseinander kriege ich das Kabel nicht. Hole mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ich würde mit Maximum bis hier hinkommen. Okay, damit es nicht ganz so gespannt ist, stellen wir den hier hin. Kriege ich den aufgesammelt? Ja. Gut. Den kann ich schon mal Kabel anschließen und da kommen den gleich die Schusswaffen ran. Die zwei, die nach oben schießen. So, packe ran. Gegner, ja. Ja, genau. Generator sagte, ihr könnt 8. Da haben wir auch alles dran. Das passt. Das Lüft. Der geht ja vom unteren. Jo. Den auch einmal hier rüberziehen. Na? Will er nicht? Echt nicht? Doch zu weit auseinander? Boah, ich krieg den so nicht. Nee. Wenn ich auch nur einen Schritt weiter laufe, ist es rot. Okay. Den muss auch dich daran. Nützt alles nix. Den mach einmal kurz. Dankeschön. Den stellen wir eben hier hin. Muss ja jetzt auch nicht so weit auseinander. So, ich will sie jetzt aber auch nicht zu dicht zusammen haben. Das sieht nicht aus. Den gib mal her und schließ ihn da jetzt an. Jo, so geht's. Okay.
Und hier, ich denke mal, ich werde hier so eine auf die Kante stellen und da so eine auf die Kante, die erstmal nach oben gerichtet werden, damit sie sich um die Geier kümmern. Dafür müssen wir jetzt, glaube ich, einmal in die Old Base. Mal einmal kurz was gucken. Die hat er fertig. Und zwar Tresor, oder wie heißt das Ding? Wandtresor, Tischtresor, nein. Aber wie heißen diese Kisten nochmal, die wir drüben auch gebaut haben? Wandtresor oder so, ne? Na. Stallwandschrank, da ist er. Den meine ich. Da werden wir gleich noch einen von bauen. Wir fahren jetzt aber erstmal in die LDBs. Da soll ja unsere Muni und das letztendlich wieder rein. Die Bordeaux, oder? Da. Ich hatte gerade den Faden verloren. Da ist sie. Master, we are not alone. Was ist denn da immer? Immer wenn ich da vorbeifahre. So, dann lass auch mal rennen hier. Ich glaube, die kriege ich hier gar nicht aufgesammelt, ne? Aber wir müssen noch einen Gebietsschutzblock bauen können. Haben wir Steine? Nee, warte mal. Ich brauche mal kurz ein paar Steine. Steine. Das ist Nitrot. Das ist ein Stein, oder? Das ist Eisen. Ich brauche doch nur 5 Steine. Die kriegen wir auch aus dem Eisen raus, oder? Jo, danke. So, Gebietsschutzblock. Da ist er. Den bauen wir ein. Ich will ja die Waffen hier wieder mitnehmen. Den Gefähr. Toll, hätte ich mal sparen können. Ich komme auch so auf mittlerweile. So, den semmeln wir dann einmal kurz hier hin. Können wir ja wieder wegnehmen. So ist es nicht. Das ist ja jetzt wirklich nur... So, Maschinenpistolen, Geschützturm. Der ist auch leer. Den kannst du einsammeln, mein Freund. Ich muss den S reparieren. Natürlich. Wie sieht's mit dem aus? Gut, das ist Schrot. Der kann natürlich auch hier bleiben. Aber... Nix reparieren hier, mein Freund. Gar nix. Auch den wollte ich nicht. Gib mir her. Hier, give all my die, give all my das. Ich will die Dinger mitnehmen. Zumindest die Maschinenpistole geschützt mir. Die Schrotdinger interessieren mich jetzt nicht wenig. Okay, es sind Mechanical Parts, keine Electrical. Ich brauche beides. Mann. Da sieht man mal, wie selten ich die Dinger repariere, ne? So, jetzt sind sie hier. Bitte, aufsammeln. Schwere Geburt, danke. Der kann da bleiben, als Andenken. Das ist ausschraut. Der ist auch leer. Ist auch kaputt? Nein. Dann nehmen wir den Guten auch einmal mit. So, und ich will natürlich auch die Muni das mitnehmen. Das machen wir aber allerdings, sobald wir drüben die Kiste haben. Sonst wühlen wir uns nämlich fest. Aber die können wir ja jetzt schon mal drüben hinstellen. Und denn die Stallklappe ansetzen. Oder die Stallklappe nicht. Müssen wir so gleich mal gucken. Wir brauchen noch Stalltüren. Und zwar hier hinten eine. An der Seite eine. Also gut, hier drin soll eigentlich auch Türen rein. So ist es nicht. Also wir bräuchten noch einen. Da werden 2. Da vorne werden 3. Oben drauf brauchen wir noch eine Klappe. Okay, wir müssen sonst noch eine Kleinigkeit, die wir brauchen, ne? Aber was sein muss, muss sein. So, dann gehe ich mal kurz die Schusswaffen. Die würde dann ungefähr hier so hinkommen. Ich stelle die hier so aufs Eck. Die wäre nach oben gerichtet. Die würde auch hier so aufs Eck kommen. Wollen wir mal kurz anschließen. Du gehst von hier daran. Du gehst definitiv von dort daran. Einmal kurz Strom anmachen. Schöne Flutlichtbeleuchtung. Okay. Du, mein Freund.
soll es nach oben gerichtet werden, sodass du ungefähr Geier siehst, die ungefähr hier so in dem Bereich rumschweben. Dann kannst du mich wegballern. Und du sollst dich hier um den hinteren Bereich kümmern. Da kommen ja sowieso noch mehr Schusswaffen, so ist es nicht. So, ungefähr hier so, wo ich stehe. Oben. Sehr schön. Den sollten wir zumindest die Geier ein bisschen davon abhalten können, dass sie hier rumknüppeln. Und hier werden wir schlicht und einfach, denke ich mal, wie wir schon mal gemacht haben. Sieht zwar nicht wunderbar schön aus. Auch die Platten. Aber so kommen sie da zumindest nicht ran, falls sie mal rumkotzen. So, darum geht's ja. So, rum. Der würde da hinkommen. Dorthin. Und dorthin. Und da so die Klappe ja nicht drauf fällt, müssten wir hier immer. Ich mache aber einmal kurz Durst. Na. So. Da noch so einen Balken ranmachen. Schön, 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 schön. Den gib mir her. Das müsste. Nee. Der sein. Müssen wir noch einmal richtig drehen. Also manchmal. Ja, der ist es. So wollte ich das. Nicht. Der muss oben drauf. Genau, einmal hier hin. Hier auch. Da können wir nämlich dann eine Klappe ranmachen. Und den ist das Ganze hier besser geschützt. So, die müssen natürlich auch aus Beton, so ist es klar. Und dann kommen sie hier zumindest nicht mehr ran. Dankeschön. Aber eins nach dem anderen. Wir brauchen eine Stallklappe, drei Stalltüren. Das hier müssen wir auch noch machen. Und wir brauchen den Tresor. Eins nach dem anderen und wir brauchen auch noch eine Werkbank. Wir müssen jetzt auch mal kurz nach Hause. Dass hier alles ohne Probleme funktioniert in der nächsten Runde. Und dann können wir ja auch die Muni rüberholen, hier einlagern und so weiter und so fort. Wer denn auch jetzt da die Schmieden und das in Betrieb nehmen, dass die Muni-Herstellung läuft, dass wir quasi. Das wäre quasi schon fast ein zweites Zuhause, die Hordenbase. Außer, dass wir da kein Lager haben. So, um eins nach dem anderen. Jetzt kümmern wir uns erstmal um den Tresor. Da brauchen wir ja nur noch zwei Federn, den Rest haben wir eins stecken. Die hätten wir hier. Obwohl ich überlegen bin, später mehrere Tresore davon zu bauen. Für die verschiedenen Muni-Arten. Jetzt von Anfang machen wir erstmal drei, würde ich sagen. Okay. Dann brauchen wir sechs Federn. Dunkel. Können wir auch gleich ansetzen. Die brauchen eh eine Weile. Ja, nicht wundern, warum ich nicht gleich alles auf einmal mitnehme, sondern jetzt runterrenne. Ich kenne mein Gedächtnis. Wenn ich jetzt alles einstecke, habe ich garantiert die Hälfte vergessen. Dim, dim, dim. So, ich schmeiße rein. Den schönen Stollwandschrank, die drei Stück. Bim, das können wir jetzt machen. Und den kümmern wir uns jetzt um Stolltüren. Drei Stück. Stolltür hier. Ganz normal. Elektrisch brauchen wir hier nicht. Mechanische Teile muss ich mal gucken, wie viel wir noch haben. Ich glaube, das könnte eng werden. So, den hau einmal rein da. So, dann brauchen wir erstmal 30 Stück hiervon. Wieder. Ich will nur einmal kurz nachgucken. Ah, nimm mal die Hälfte mit. Wir brauchen ja nachher noch welche zum Waffen reparieren. So, das wären die drei Stalltüren. Und was brauche ich für die Stollklappe?
Sag mal, heute ist nicht mein Tag, ne? Stollklappe, so. Dafür brauchen wir eigentlich auch nur das Gleiche, bloß ne, wir brauchen nur einmal 10 Federn. Dann passt das. So. Und die Werkbank können wir uns gleich, wir brauchen gleich auch noch eine Werkbank. Schön. Ich will nur, dass alles Wichtige jetzt da funktioniert und da ist und wir das Ding auch benutzen können. So, der dürfte noch am... Ja, wohl einen hat er schon fertig. So, du machst die 3 Stolltüren. Dreu, mein Freund. Danke. Und du machst die Stollklappe. Danke. Die soll ja oben drauf. Obwohl, wir brauchen eigentlich noch 2 Stellklappen. Für die Verkabelung oben habe ich ja ganz vergessen. Da wird zwar auch von Anfang an Eisenklappe reichen, das ist ja nur, damit sie nicht raufkotzen. Aber wenn schon, denn ordentlich. Aber kümmern wir uns erstmal um die Werkbank. Werkbank. So, das kriegen wir auch hin. Jojojojo. Wie unsere mechanischen Teile weggehen, ne? Wir brauchen erstmal 100 Nägel. Die haben wir, glaube ich, nicht mehr. Bin mir nicht so sicher. Und den Rest müssten wir haben. Wir haben nur noch 35. Okay. Den nehmen wir 5 Klebeband mit. Dankeschön. Und den Rest haben wir alles einstecken. Wir haben nur noch 100 Nägel. Den brech ich auch mal kurz Stoll ab. Den mach einmal kurz Nägel. Hier machen wir ein paar, damit wir ein paar auf Vorrat haben. Sehr schön, das geht ja schnell. In der Zwischenzeit. Gucken wir nochmal nach der Stollklappe. Da brauchen wir auch noch 2 Stück. Die habe ich vergessen. So. Irgendwann können wir, glaube ich, wieder einstellen. Grunde genommen brauchen wir ja auch nur noch 20 von diesen Federn. Die wirklich sehr gut gefragt sind im Moment. Schön. Den lüftert auch. Nägel braucht noch 1-2 Minütchen. Den stelle ich in der Zwischenzeit mal ganz kurz. Klappen ein. Da ist ein bisschen rumgerennt im Moment. Wenn wir gleich rübernehmen, dann nehmen wir auch gleich ein bisschen Lehm, Messing und... Blei mit. So, der ist so gut wie fertig. Dann hole ich auch nochmal die 2 rein. Du machst, glaube ich, die Werkbank. Obwohl, die Werkbank kommen wir auch im Inventar. Die sind fertig, das ist gut. Wie sieht's aus mit den Türen? Oh, die brauchen noch ein Weilchen. Ich freue mich auf die neue Base. Und zwar richtig. Bin gespannt, wie das da nachher abläuft. So, wie sieht's aus? Nägel fertig. Das Stollen hier. Moment. Du machst auch noch Stoll. Hier waren die Nägel. Ja, gut, so gut wie. Aber Werkbank können wir schon bauen. Werkbank. Da. Ach komm, die kannst du auch im Inventar bauen, mein Freund. Haben wir sie gleich dabei, den gehen wir rüber. Wenn du hier fertig bist mit deinen Nägeln, dann kannst du Stoll weitermachen. Gut, dann stecken wir schon mal Blei und Lehm mit ein. Und Messing. So, Lehm brauchen wir 2-mal für beide Schmieden. 1 und 2. Oder haben wir das schon drin? Ich glaube, das habe ich schon drin, aber nicht genug, ne? Dann reicht aber einer. Und ich glaube, wir haben jeweils 3000 drin. So, Messing. Da schmelzen wir erstmal die Olle ein. Die nehmen wir mal alle mit. Die können wir notfalls in die Tresore packen. Bis auf den da. Den lassen wir mal hier. Und Bläu. Wir müssen mal Bläu besorgen. Aber es ist ein guter Anfang. Kohle haben wir, glaube ich, auch reingepackt. Hier, nehmen wir das Eisen raus. Und den Stein raus.
So, jetzt muss nur noch der Rest unten fertig werden. So, die B so langsam Richtung einsatzbereit kriegen. Ja, ist hier eigentlich schon. Sind ja jetzt nur Kleinigkeiten. Wir hatten fertig. Junge, seht zu, du hab nicht den ganzen Tag Zeit. Hier das Gläuchi. Okay, aber das können wir schon mal mitnehmen. Wir können euch hier schon mal die zwei Türen mitnehmen. Den Rest machen wir dann nachträglich. Es ist ja gebaut. Ansonsten hatten wir auch nichts mehr, ne? Gut, rüber geht's. Da kann es natürlich auch passieren, dass ein Uschi auftaucht. So ist es nicht, aber das ist jetzt auch halb so schlimm. Das wäre ja denn bei der roten Base, der rennt sie eh verderben, also. Wir werden das Ganze später mit Solarpanels, so dass quasi die Hordenverteidigung durchgehend läuft. Wenn eventuelle Uschis mich gleich erledigt. Die Frage ist, funktioniert das überhaupt, wenn ich hier eine Tür vorsetze? Ich glaube, ich muss das eine Art Balkon bauen. Ich glaube, ich probiere das erstmal mit der Holztür gleich. Die können wir wieder weghauen. Ob ich da denn überhaupt noch hochkomme, ne? Das ist mir eine gute Frage. Die Türen dort? So, die Türen sind eigentlich nur dafür da, falls man einen Zombie durchkotzt, dass er hier nicht unsere Wegbänke trifft. So, du, Wiesenmäßigenschmiede, kannst auch gleich hier loslegen. Du musst sowieso erstmal schmelzen, bevor du überhaupt irgendwas hier machen kannst. Und du bist Bleuschmiede, mein Freund. Da ist Blei. So, den hauen wir noch voll. Mach auch an. Den hauen wir noch voll. Man, der braucht ja nicht lange dafür. Das werden wir nach und nach reinpacken. Die andere Tür... Ist immer noch der Strommann? Strom aus. Hauen wir hier rein. Die Klappen. Die hauen wir schon mal hier rauf. Die machen wir nachher auch noch zum Beton. Genau. Das sieht echt immer aus wie so eine Toilette, ne? Aber okay. Sehr schön. So kommt man hier jederzeit wieder ran. Und es lüftet. Okay. Und hier müsst ihr es ausprobieren. Hier bauen wir einmal ganz kurz zum Test. Werkbank hat er ja gleich fertig. Und eine Holztür. Ich bin mir nämlich echt nicht so sicher, ob ich hier die Leiter noch hochkomme, wenn hier eine Tür drin sitzt. So, und du, mein Freund, du kriegst nachher ein bisschen Kohle und machst daraus Süßpulver, oder? Nitrat und Kohle, okay. Da, ja gut, wir können die Dinger machen. Das Post. Das Lüftolis. Das hier ist nachher nur zum Reparieren, die Säuten. Schön. Den Bauer. Gut, die 20 Sekunden, das hat er gleich. Ich freue mich wirklich ein bisschen. In der Zwischenzeit machen wir hier schon mal die Dinger an die Wand hier. Ungefähr auf die Höhe. Bim, bim. Hier sollen ja die verschiedenen Sorten Muni rein. Jetzt hau ich erstmal vorübergehend die rein, bis wir die weggeschmolzen haben. Den lüftet auch. So, Türe ist auch fertig zum Test. Dann ist gut. Ich meine, ich könnte die Türe so machen. Das sieht dann aber irgendwie ein bisschen komisch aus. Ich habe die Türen eigentlich immer lieber so. Gucken, ob das geht. So, wenn ich hier an der Leute hänge. Geht, ne? Geht, okay. Dann machen wir daraus eine Stolltüre und dann passt das. Ein Träumchen. So, dann sollten die Sachen jetzt auch fertig sein und Muni können wir auch holen von drüben. Nehmen wir Motorrad mit. Ich
Okay, gut. Ehrenrunde kann man auch nicht versagen, ne? Jedes Mal. In eurem Ring hier. Dankeschön. So von ganz unten hoch komme ich nicht, ne? Doch. So, das kommt mit, das kommt alles mit hier. Ja, gut, warte mal, wir haben Droni. Droni, bevor ich dich wieder vergesse. Erstmal nur die Muni, den Rest brauche ich noch. Gehen wir mal nach unten. So, da muss noch mehr rein bei Droni. Siehst du, haben alles mitgekriegt. Wunderbar. Oh, ein kleiner Hordenumzug. Muss ja auch mal sein. Okay, den hauen wir hier schon mal. Die ganzen 9 mm rein, würde ich sorgen. Müssen ja eh gleich die Waffen noch auffüllen. So, Droni. Dort. Den geben wir her. Und hier hauen wir erstmal die 7,62er rein. Dankeschön. Dann haben wir die Muni zumindest parat, wenn wir sie brauchen. So weit ist es doch ja jetzt nicht hin. Und selbst wenn sie da mal durchrutschen sollten und die treffen, die Dinger sind relativ stabil. Also, so schnell kriegen sie jetzt auch nicht kaputt. Und unsere gute Werkbank, die kommt natürlich hier noch mit hin. Dankeschön. Dann fehlen jetzt auch nicht nur noch die Türen, ne? Und ansonsten ist das Ding erstmal einsatzbereit. Dann gibt es eigentlich nur noch Kleinigkeiten zu tun. Ja, und die Klappe hier, ne? Warte mal, damit ich es gerade einstecken habe. Ich habe kein Kabel einstecken. Okay. Aber ansonsten lüftet er doch. Gut, den auch mal zurück. Das sieht echt ein bisschen aus wie Briefkästen, ne? Da werden wir ja sehen, ob das funktioniert. Da habe ich absichtlich noch keine Tür reingebaut, weil ich da noch nicht so sicher bin, ob ich den Balkon so lasse. Da ist unser Zuhause. Da werden wir einfach schlicht und einfach erstmal Holzblöcke vorsetzen vor der Kohle. Vor der Rode, damit da keiner reinlüft. Und dann sehen wir ja, ob da Spinnen auf dem Balkon hüpfen oder nicht. Wenn nicht, dann bauen wir eine Tür rein und machen auf der anderen Seite auch einen Balkon. Wenn ja, dann kommt der Balkon weg. So einfach ist das. So, den holen wir hier drin. Danke. Kannst gleich runtergehen. Die restlichen Sachen holen. Und ich will oben gleich noch einmal gucken, ob wir nicht noch irgendwie einen Geschützturm oder so haben. Ich war mich der Meinung, wir hatten noch einen. Hier, ne? Das war die Klappe. Und dort irgendwo war noch die eine Tür. Hier. Dankeschön. Die Horde kann kommen, aber ich glaube, die ist erst 133. Haben wir also ein bisschen Zeit. Und dann halt nur noch später die Kleinigkeiten wie Reststahl und so, ne? Und der Graben. So, aber gut, gehen wir einmal. So, gemütlich drin. Wenn, denn ist es ja hier irgendwo drin. Also hier definitiv nicht. Maschinenpistolengeschütze über 4 haben wir sogar. Siehst du mal. Jo, das sind alles Schrot, ne? Ja, ja. Die brauchen wir natürlich auch noch hier. Da bin ich mir bloß noch nicht so sicher, wie ich die anschließen soll. Aber mitnehmen können wir die auch schon mal. Genau wie die. Das kriegen wir schon hin. Die sind jetzt aber auch nicht ganz so wichtig. Ich war schon überlegen, einen Lautsprecher ranzumachen. Aber ich glaube, den hätten wir das Problem. Weil
Der macht ja den Dauerkrach. Die ganze Horde über. Ich glaube, das wäre zu viel des Guten. So, die kannst du auch schon mal mitnehmen. Dafür brauchen wir auch noch einen Stallwankschrank. Aber werden wir sehen. Gut, dann würde ich sagen, wir sind für heute erstmal am Ende. Machen morgen weiter, schließen so den Rest an. Und dann ist die Base eigentlich auch so weit wie gut. Ich steck mal Kurbel ein. Reicht. Im Einsatz. Dann kann die Horde kommen. Hoffentlich diesmal ein bisschen mehr. Immerhin haben wir jetzt eine Base, wo die Zombies etwas schneller sterben. Dann spawnen sie vielleicht auch schneller nach. Hoffen wir. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Tschüssi.